Hallo und herzlich willkommen zum ufuk.de Couch Talk. Ich bin Sakina, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Stellt euch vor, ihr seid Mitte, Ende 20, ausgebildete Lehrerin und ihr kommt nach Neukölln an eine ganz normale Schule, um zu unterrichten. Und ihr merkt, nichts von dem, was ihr im Studium gelernt habt, hilft euch da weiter. Und ihr merkt, es gibt eine Lösung und das ist das Theater. Und davon erzählt uns heute Maike Plath. Sie ist Lehrerin, Theaterpädagogin, Aktivistin und Autorin. Herzlich willkommen, Maike. Danke dir, ich freue mich. Maike, wie demokratisch ist eigentlich das System Schule? Meiner Ansicht nach ist es nur scheindemokratisch. Sieht nach außen demokratisch aus. Wenn wir genauer hinschauen, dann gibt es noch ordentlich Platz nach oben. Kannst du uns einfach mal erzählen, wie das für dich war? Du warst noch relativ jung, aber doch schon irgendwie gestandene Lehrkraft, bist an diese Schule in Neukölln gekommen und hast gemerkt, okay, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Wie war dieser Prozess, dieser Lernprozess? Ich war vorher 8 Jahre an einer Schule, an einer integrierten Gesamtschule mit sehr engagierter Elternschaft und überwiegend weißen Jugendlichen. Und dann in Neukölln habe ich mich in einer für mich ungewohnten Situation wiedergefunden und festgestellt, dass ich mit dem, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe, überhaupt nicht weiterkomme. Insbesondere mit diesem, was man so nennt, über Beziehung führen, mit wahnsinnig vielen demokratisch, vielleicht auch scheindemokratischen Unterrichtsmethoden, hatte ich überhaupt keine Chance durchzukommen. Und was ich erlebt habe, war, dass die anderen Lehrkräfte auf diese Situation autoritär reagiert haben. Das heißt Notendruck, Toiletten abschließen, wenn du nicht dann, also alles, was man so im autoritären Sortiment findet, Belohnung, Strafe, also so Striche für gutes Verhalten, also Punkte für gutes Verhalten, Striche für schlechtes Verhalten, in Anführungsstrichen schlecht, und ja, Manipulation, Moralisieren, das sind ja alles autoritäre Mittel. Und mit denen, die ich gelernt hatte, kam ich auch nicht klar. Und das war eigentlich der Anfang dann, zu hinterfragen, ob Schule demokratisch ist und was uns eigentlich fehlt. Und was war das? Was hat euch gefehlt? Also es hat ein halbes Jahr gedauert, also ein halbes Jahr Scheitern habe ich mir angetan und im Wesentlichen, ja, du hast es ja so anmoderiert, dass es Theater war, das stimmt nicht ganz, weil ich bin ausgebildete Theaterpädagogin da ja schon gewesen und bin auch früh schon auf die Idee gekommen, mit denen in die Aula zu gehen und Theater zu machen, aber auch das hat überhaupt nicht geklappt und meiner Ansicht nach, oder es war dann irgendwann die Erkenntnis, dass wahnsinnig viel Demütigung passiert war durch das Schulsystem und dass ihre Perspektiven und ihre Grenzen und Bedürfnisse überhaupt nicht beachtet wurden, der Jugendlichen. Und ja, ich mache es kurz. Ich bin ihnen irgendwann in ihrem Widerstand entgegengegangen. Also es waren von 27 quasi 27 dagegen, was ich mache und auch gegen Schule und überhaupt gegen alles. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, alles, was ich jetzt um mich herum sehe, was andere LehrerInnen machen, funktioniert nicht. Also mache ich das Unerwartete und gebe ihnen quasi das Vetorecht. Und die Idee habe ich von Jesper Juhl, also nicht das Vetorecht, aber dass ich mir sage, wir brauchen gar nicht anzufangen, wenn ein Mensch nicht seine Integrität schützen darf. Für Integrität könnte ich auch Würde setzen. Also wenn ich einem Menschen nicht die Möglichkeit gebe, seine Grenzen und Bedürfnisse zu schützen, und von da aus zu gehen, dann brauche ich eigentlich gar nicht anzufangen. Und natürlich hat das erstmal zu ganz großem Chaos geführt. Mhm. Das gab dann natürlich so, alle haben so super lustig albern Haha, Veto gemacht und die ganze Aula zerlegt. Also Veto heißt, sie konnten einfach ich habe ihnen gesagt, das Vetorecht heißt, ganz egal, was für ein Auftrag kommt, du kannst sagen, ich will nicht, Veto, und du musst es auch nicht begründen. Und dann gab es eben halt diese Phase, wo das sehr albern und destruktiv angewandt wurde. Aber ich habe eben halt dann immer mit ihnen gesprochen auch darüber, was ich damit meine. Und Spielanordnungen gemacht, in denen das Veto dann auch Sinn gemacht hat. Das war der zweite Trick. Also so Spielanordnungen zu machen,
in denen sie sich dann selber steuern konnten auf einer Skala von bis, also von einfach bis komplex. Das hat sie, glaube ich, auch so an Computerspiele erinnert. Und da galten bestimmte Regeln und die konnte ich durchsetzen, auch mit der Begründung, dass wir ja auch Fußball nicht spielen können, wenn wir uns nicht darauf einigen, dass das Runde ins Eckige kommt. Also irgendwas müssen wir festlegen und diese Spiele haben ihnen Spaß gemacht. Du hast dann ein ganzes pädagogisches Prinzip im Prinzip entwickelt. Richtig. Das Veto-Prinzip nennt sich das heute. Genau, also bin immer von der Problematik ausgegangen, ich bin immer von den Momenten ausgegangen, wo ich scheitere und habe letztendlich mir die Minimalanforderung gestellt, wie kommen die Blicke zu mir zurück in den Raum und was kann ich überhaupt machen, dass sie kooperieren, also dass sie irgendwie irgendwas machen. Und dann war die erste Frage, was ist der Sinn, also warum machen wir das jetzt überhaupt? Gute Frage übrigens. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auch bei mir selber erstmal fragen muss, mache ich nur was, weil es im Lehrplan steht, dann macht es für mich keinen Sinn. Wer bin ich eigentlich? Und da sind wir auch wieder beim Stichwort Integrität. Was kann ich vertreten und was will ich eigentlich? Und dann haben wir uns auf ein Ziel geeinigt. Das war Schritt 1. Schritt 2, ein Erfahrungsspielraum zu eröffnen. Das war dann sozusagen auch mit theatralen Mitteln, Spielanordnungen mit klaren Regeln und diesen Skalen. Und dann dieser Erfahrungsspielraum hat funktioniert dadurch, dass ich Wissen sozusagen auf Karten geschrieben habe. Und wir haben uns alle nur auf dieses Wissen bezogen und nicht noch irgendwas anderes von außen. Und der dritte Schritt war dann, wir reden darüber. Wir reden darüber, was wir erlebt haben. Und das war jetzt gerade wichtig in Bezug auf das Veto, weil mir ging es dann darum, dass jeder Mensch im Raum erzählen darf, welche Gefühle hochgekommen sind, während wir das und das gemacht haben. Und ob ich jetzt zum Beispiel Veto machen wollte oder es doch nicht gemacht habe, ob ich innere Widerstände hatte. Und dann haben wir zunehmend auch über Gefühle gesprochen, weil zum Beispiel nur Wut und Liebe bekannt waren. Und dann habe ich erstmal den Raum eröffnet, dass alles sein darf. Also dass auch eben der ganze Ärger oder die Frustration, Wut, alles sein darf. Mhm. Und dass wir anfangen, uns darüber zu unterhalten. Und dann haben wir diesen Dreischritt sozusagen immer komplexer gestaltet. Und ich würde trotzdem jetzt gerne die Theatersache noch mal ganz kurz aufgreifen, ja, weil gern. Es nämlich mit dem Theater eigentlich angefangen hat. Das Ganze, also nachdem ich das Veto eingeführt hatte, habe ich dann natürlich schon gedacht, wir gehen mal in die Aula und machen Theater, weil das Schlimmste war dieser Klassenraum und die Rollen. Also die waren so zementiert, dass wir uns als Menschen gar nicht mehr begegnen konnten, sondern das war fast wie ein Klischee eigentlich. Mhm. Ich spiele SchülerInnen und ich spiele LehrerInnen. Ja. So. Und da war eigentlich keine menschliche Kommunikation möglich. Und deswegen dachte ich, wir gehen mal in einen Raum, wo diese Anordnung schon mal nicht ist. Und dann gab es halt eben halt, ja, Peter Brook, kennt man ja vielleicht, weiß ich nicht, Theatermacher, der hat definiert, was Theater in seiner Minimalanforderung ist. Also die kleinste Einheit von Theater ist, ein Mensch tut etwas und ein anderer schaut ihm dabei zu. Davon bin ich ausgegangen. Also die eine Hälfte der SchülerInnen steht auf der Bühne, die andere Hälfte ist unten vor der Bühne und die schauen quasi zu, was die oben machen. Das ist dann ein totales Gealber ausgeartet und da war alles durcheinander und funktionierte nicht. Und ich wollte aber nicht jetzt die Regie übernehmen, weil dann hätten wir dasselbe Machtverhältnis gehabt wie im Klassenraum. Und deswegen habe ich dann gedacht, die unten zuschauen, die bekommen Fernbedienung in die Hand und die dürfen das Programm wechseln. Und dafür müssen sie aber wissen, wie Theater funktioniert, um das Programm zu wechseln. Und deswegen habe ich ihnen dann Karten gegeben. Mhm. Das ist das sogenannte Mischpult, der Anfang vom Mischpult eigentlich. Ja. Und dann hatten sie so bunte Karten, von einfach bis komplex immer mehr. Und dann konnten sie sozusagen über Ansagen das Programm wechseln. Damit war jetzt immerhin schon mal und auch ein bestimmtes Prinzip, wer wann, dass sie nicht alle durcheinander schreien. Sie konnten dich quasi beeinflussen, wie mit einer Fernbedienung? Nee. Ich war völlig draußen. Ich wollte mich komplett rausnehmen. Ich wollte ihnen, ich habe ihnen gesagt, ich bringe euch bei, wie Führung funktioniert, wie ihr Chef sein könnt, habe ich in Wahrheit gesagt. Also, oder Regie zu führen. Und dann haben die unten waren, diese Sachen hier benutzt und haben dann eben halt gesehen, was auf der Bühne passiert. Dann habe ich mir gedacht, stimmt, das ist ja auch immer noch nicht gelöst, das Problem. Es gibt immer noch ein ungleiches Machtverhältnis, weil wenn Leute unten Aufträge nach oben schreien, dann fühlen sich die oben ja auch irgendwie scheiße. Und deswegen haben nicht nur die unten ein Mischpult bekommen, sondern die oben auf der Bühne haben dann von mir auch ein Mischpult bekommen. Mhm. Und das ging dann eben halt los mit dem Veto-Prinzip, dass egal, wenn ich einen Auftrag höre und will ihn nicht machen, kann ich Veto machen. Dann haben die SpielerInnen oben auf der Bühne als nächste Karte die Karte Klarheit bekommen.
Und das bedeutet, dass wenn die Führung, also die Regie unten, etwas ansagt und das ist entweder zu leise oder es ist durcheinander, man versteht es nicht, aus was für Gründen auch immer, dann darf ich als Spielerin Klarheit zurückmelden. Und das geht über Theater weit hinaus, weil letztendlich geht es nämlich um dieses ungleiche Machtverhältnis, dass wenn Führung so spricht, egal aus welchen Gründen, auch elaborierte Sprache oder was auch immer, so spricht, dass ich das nicht verstehe, als die Person, die folgen soll, in Anführungsstrichen, dann habe ich das Recht, Klarheit einzufordern, weil es die Verantwortung der Führung ist, so zu sprechen, dass ich das verstehe, weil sonst kann sie es ja gleich lassen. Also das ist eben halt wieder das Thema, Machtverhältnisse anzugleichen und eine Gleichwürdigkeit hinzubekommen. Und das, die nächste Karte war Tempo im Sinne von, es ist mir jetzt zu langweilig, ich brauche mehr, oder es geht mir zu schnell, mal langsam. Und dann gibt es die Karte Störgefühl, die auch sehr wichtig ist. Die kam insbesondere zum Einsatz beim dritten Schritt, wenn wir reflektiert haben über das, was passiert ist. Weil wenn wir uns unterhalten, dann habe ich immer gesagt, Verstehen ist Zufall, weil wir sagen Wörter, aber hinter uns liegen Welten und wir kennen, also es ist im Grunde Zufall, dass ich dasselbe meine wie du. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass die Leute die Karte Störgefühl haben, um anzuzeigen, wenn mit ihnen emotional etwas passiert und sie quasi wegkippen innerlich. Also wenn ich irgendwie Herzrasen kriege oder einen Trigger oder was auch immer, dann darf ich das melden und sagen Störgefühl, dann wechseln wir die Ebene, steigen aus dem Gespräch, das wir gerade haben und versuchen erstmal rauszufinden, wo ist das entstanden, das Störgefühl, und was brauche ich, damit es mir wieder besser geht. Im Grunde ist das auch das Thema, Konflikte haben Vorrang. Dann gibt es die Karte Verantwortung. Das war im Theaterbereich immer, dass wenn jemand einen Regieauftrag reinruft und da vielleicht eine Person auf der Bühne ist, die sich noch nicht traut, Veto zu machen, es wird aber von den anderen, irgendjemand im Raum nimmt das aber wahr, dann kann jemand anders Verantwortung rufen und dann wird dieser Auftrag zurückgenommen, ohne Erklärung. Und das heißt, dass alle aufeinander auch sozusagen achten. Und dass ich als diejenige, die jetzt Führung übernimmt, also nicht ich jetzt, sondern die, die unten sind, dass die auch entlastet sind. Die werden ja sowieso massiv entlastet übrigens, dadurch, dass die auf der Bühne jetzt ihre Grenzen und Bedürfnisse anzeigen dürfen. Freispiel ist eine Variante von Veto, weil wenn wir jetzt zum Beispiel auf dem Sofa sitzen oder bei PolitikerInnen vielleicht auch sehr beliebt, wenn du mir eine Frage stellst, dann übernimmst du ja die Führung und ich folge, indem ich antworte. Wenn ich nicht Veto machen möchte, dann kann ich im Grunde genommen auch was anderes sagen. Also ich kann deine Frage nicht beantworten, sondern eine andere vielleicht, dann mache ich Freispiel. Und so ähnlich ist das auf der Bühne. Wir können irgendwie auf der Bühne Veto machen oder wir können den Auftrag ignorieren und was anderes machen. Das wäre Freispiel. Das heißt für Gruppen auch, ich kann im Raum bleiben und mich anders einbringen, weil ich diesen Auftrag nicht mag, aber ich will trotzdem in der Gruppe bleiben und trotzdem mitmachen. Dann, die letzte Karte wäre, das ist auch fürs Gespräch, wenn es Konflikte gibt, dann sagen wir Blick von außen. Und das heißt, wir gehen in die Helikopterperspektive und schauen von oben drauf und können dann so eine Art Aufstellung machen, entweder mit Figürchen oder mit Gegenständen und uns von draußen angucken, was ist denn da eigentlich jetzt passiert. Mhm. Also aus dem inneren Tunnelblick aussteigen und das Ganze systemisch betrachten. Und das kann man sich ja denken, dass diese beiden Mischpulte, also für Führen und Folgen, dass das eben halt Spielanordnungen braucht, um das einzuüben. Aber irgendwann nehmen die natürlich von selber Fahrt auf und wir können dann alle thematischen Kontexte mit anderem Wissen versehen und eine Gesprächskultur etablieren, die halt gleichwürdig ist. Du hast ja mittlerweile das System Schule selber verlassen und du hast auch schon angedeutet, dass dieses Veto-Prinzip auch in anderen Kontexten hilfreich sein kann. Ich denke jetzt an die politische Bildung, genau, oder an Organisationen wie unsere. Kannst du noch mal kurz für uns sagen, was ist das Veto-Prinzip und was kann man damit machen als Gruppe, als Organisation, als Verein? Das Veto-Prinzip ist ein ganz klares Konzept, das Schritt für Schritt eine andere Kultur etabliert und das tatsächlich auch dazu führt, dass alle Beteiligten eine andere Perspektive erhalten und dass Schritt für Schritt alle zur Führung ermächtigt werden quasi. Und das bedeutet, dass alle im Raum Schritt für Schritt Verantwortung für sich selbst übernehmen können und bei ihrer Integrität starten. Und das heißt, es geht nicht, der Ausgangspunkt ist nicht mehr eine Norm, also ich kriege eine 1, wenn ich dies und das mache, sondern
Wir starten mit der Integrität der Geschichte, dem Potenzial, den Grenzen und Bedürfnissen jeder einzelnen Person und lernen, uns darüber Schritt für Schritt zu verständigen und dann für größere, komplexere Aufgaben zu kooperieren. Und das ist tatsächlich auch die Gleichung. Da will ich ganz kurz zwei Sätze zu sagen. Mhm. Jesper Juhl hat das schon beschrieben. So wie wir sozialisiert sind, denken wir immer, wenn es um mich geht, jetzt nicht um mich, Maike Plath, aber um mich als Mensch. Also wenn ich bei Integrität starte, dann denken die Leute immer, das ist Egoismus und es geht ja nicht nur um dich und so weiter. Und wir sollen immer, in der Schule hängen dann auch immer Plakate, wir sollen irgendwie auf die anderen achten und so. Aber der Witz ist, so funktioniert es nicht, sondern Jesper Juhl hat schon festgestellt, erst wenn deine Grenzen und Bedürfnisse geschützt sind, erst wenn du Raum bekommst und der Mensch sein darfst, der du wirklich bist, erst dann entwickelst du die Bereitschaft zur Kooperation. Erst wenn ich weiß, ich darf hier sein und meine Sache ist wichtig und hat Platz, dann kann ich dir deinen Platz auch gönnen. Mhm. Und das heißt, erst muss das erledigt sein. Also erstmal müssen wir Integrität lernen wieder. Also als ganz kleine Kinder können wir das. Kleine Kinder sagen, ich will alleine oder so. Die haben das noch, aber es wird ja abtrainiert im Schulsystem. Irgendwann weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin oder was ich brauche oder so, sondern ich gucke immer nur, was muss ich in diesem Raum machen? Also durch welchen Reifen muss ich springen, damit ich so und so viele Punkte kriege? Und dann entwickeln wir einen Fake-Selbstwert. Und der ist hohl. Und dann weiß ich letztendlich gar nicht, was ich in der Welt soll oder wer ich bin. Wenn ich aber mit dem Selbstwert starte, also wenn ich für das Props kriege, was ich bin, unabhängig von der Norm, und meine Geschichte und meine Sachen Raum bekomme, dann komme ich irgendwann dahin, dass ich mich interessiere, was die anderen erzählen. Und wenn dieser Boden gelegt ist, das ist die erste Phase des Veto-Prinzips, das lernen wir in Spielanordnungen. Und wenn diese Kultur ganz klar ist und die Leute auch wissen, wie sie miteinander sprechen können, dann geht es darum, komplexe Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Mhm. Dann benutzen die aber schon diese ganzen Instrumente und dann können wir auch irgendwelche anderen Aufgaben erledigen. Aber dann ist die Gesprächskultur und auch die gesamte Art des Umgangs miteinander geklärt. Und dann gibt es halt nicht mehr die eine Person, die die Ansagen macht, sondern dann gibt es auch Mittel, um anzuzeigen, hier geht es jetzt gerade über meine Grenze. Und es gibt Tools, um friedvoll auch Konflikte zu lösen. Verstehe. Wenn mich das jetzt interessiert und ich das nochmal in der Tiefe begreifen oder für mich irgendwie lernen möchte mit dem Veto-Prinzip, wie gehe ich da vor? Das Beste ist tatsächlich, also natürlich habe ich auch viel publiziert dazu. Ich glaube aber, dass alleine nur auf dem Sofa liegen und lesen es nicht so bringt, weil meiner Erfahrung nach funktioniert das über Kognition, Körper und Emotion. So ist das ganze Konzept ja auch aufgebaut. Und deswegen braucht es auch da Erfahrungsspielräume. Und wir haben das sind meine beiden Kolleginnen und ich bei ACT e.V. in Berlin. Wir bieten ein sehr umfangreiches Workshop-Programm in Berlin an, aufeinander aufbauende Workshops, sowohl im künstlerischen Bereich Theater, Tanz und bildende Künste, als auch ausschließlich Führung. Das sind die Führungsworkshops und die kann man halt buchen bei uns, act-berlin.de. Mhm. Und dann gibt es seit einiger Zeit jetzt eine Weiterbildung, eine Veto-Weiterbildung, weil wir festgestellt haben, dass es am meisten bringt, mit der gleichen Gruppe über längere Zeit zusammenzubleiben und aufeinander aufbauend mehrere Module zu machen, weil es eben halt dann dazu führt, dass ich Präsenz entwickle, Führung übernehmen kann und keine Angst mehr davor habe, in Räume zu gehen, die ich nicht überblicken kann. Also, und ich kann dann überall, egal wo ich bin, kann ich mit Unvorhergesehenem umgehen, weil ich selbst sozusagen diese Führungsinstrumente und mit mir selbst, also die Führungsinstrumente habe und mit mir selbst im Klaren bin. Mhm. Genau, und zusätzlich gibt es auf YouTube bei Rede mal ordentlich, Frau Plath, so ein paar Tutorials mit Figürchen und so, die sind auch kostenfrei, kann man sich auch angucken. Ja, und ansonsten alles, was im Netz unter www.maikeplath.de steht und alle Bücher natürlich. Mhm. Also auch das Buch Befreit euch, da habe ich das auch nochmal ziemlich ausführlich im praktischen Teil beschrieben, sodass es einen Gesamteindruck gibt. Super, vielen Dank, dass du hier heute bei uns bist und das vorstellst. Mich macht das total neugierig, mehr zu lesen. Ich bin gerade ungefähr bei der Hälfte in deinem Buch und ich finde es total mitreißend, weil es auch so ehrlich einfach davon berichtet, wie schwierig das war, als Lehrerin anzufangen und zu merken, okay, ich brauche da nochmal andere Tools und ich muss da einfach auch nochmal ehrlicher mit mir selbst und meinen Methoden sein.
Das ist übrigens, genau, das hatte ich jetzt gerade nicht erwähnt, das ist das neueste Buch und da wollte ich den emotionalen Kanal legen, weil es mir tatsächlich um Kognition, Körper und Emotionen geht. Und hier geht es, hier darf man auf dem Sofa, darf Mensch auf dem Sofa liegen und einfach nur lesen, weil hier geht es einfach darum, den emotionalen Raum zu öffnen und selbst nachzuspüren, wie war denn das eigentlich und wie ist der Weg zum Veto-Prinzip für mich quasi gewesen. Ja, vielen Dank, dass du heute hier warst. Das war der ufuk.de Couch Talk. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.